An einer Revolution lässt sich gut verdienen, schätze ich. Oh, ich glaube, da kann man ganz gut hochkommen. Da kann man halt nach vorne marschieren. Okay. Wie gesagt, eigentlich sollte sowas blockiert sein bei mir, aber... Kann vorkommen, dass ich was fisse, ja. Wenn es jetzt ein Assassin's Creed wäre, würde ich sagen, ich springe einfach nach vorne, aber so. Kann schwierig werden. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Aber da... Okay, ich sehe es. Jo, kann ich. Aber falls sich das irgendwie... Falls sich das irgendwie... Ich habe Haare im Gesicht, ey. Falls sich das irgendwie wieder entsperrt hat, dann muss ich das unbedingt wieder sperren. Weil... ja. Ich weiß, ich habe noch nicht viele Zuschauer. Trotzdem muss es nicht sein, dass jeder in jeder Freundesliste dabei ist. Neues Dokument. Tränen durchweichtes Tagebuch. Ich kann nicht. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Ihre Haare, ihr Gesicht, ihre Hände, ihr Lächeln. Ich kann nicht. Ich muss aufhören, an sie zu denken, sonst werde ich wahnsinnig. Aber ich kann sie nicht vergessen, denn es wäre, als hätte sie nie existiert. Bitte. Es muss doch etwas anderes geben. Das muss aufhören. Etwas muss diese Qual beenden. Bitte. Was kann ich noch tun? Okay, so verzweifelt war ich, glaube ich, auch noch nie. Das ist aber eigentlich ganz gut so. Einbruch. Neues Dokument. 26.06.842. Der Diebesfänger-General hat gemeldet, dass vor einigen Tagen in der Eisenhütte in der Vale Street eingebrochen wurde. Dort werden zurzeit die Opfer der Schwermut aufgebahrt. Täter war ein ruchloser Mann in Schwarz, der dabei auch noch einige Menschenleben auf seinem Gewissen lud. Ist er nichts mehr heilig, schimpfte der erzürnte Leiter der Wache. Er lamentierte noch mehrere Minuten, aber die Poesie seines Ausbruchs konnte die zugrunde liegende Besorgnis nicht verbergen. Behaltet die Dächer im Auge, sagte er schließlich. Wir werden diesen Dieb finden und er wird hängen. Es ist nicht inspirierend, so etwas vom obersten Beschützer der Unversehrtheit unserer Stadt zu hören. Ist das nicht inspirierend? Oh, ups. Ja, Wortdreher. Hust, hust. Ich muss schlafen. Was sehen kann, wenn du mein Profil dann ja auch sehen kannst, vermutlich. Wirst du auch sehen, dass ich es kaum gespielt habe. Ich glaube 5 Stunden oder so. Wenn überhaupt. Weil ich es eigentlich mit Elena zocken wollte, aber bei der geht es ja gerade nicht. Das müssen wir noch, müssen wir noch in den Griff kriegen. Wo ist es? Da ist es. Nein! Ich tue doch nicht wieder zu. Alter. Bist du für ein Dieb? Dann lass die Truhe halt zu.
Ach so. Wenn er diese Woche nicht zahlt, kann er sich einen anderen Idioten suchen. Jo. Die Frage ist halt jetzt nur, wie man da reinkommt. Dieser Stadt ist es leichter zu sterben als zu leben. Das da hinten sieht doch ganz gut aus. Yep. Hallo Beute. John Tellos schwarze Liste. 29.05. Lady Christina hat so getan, als hätte sie mich heute nicht gesehen. Habe ein Rad ihrer Kutsche sabotiert, sodass es bricht, sobald sie den gepflasterten Weg erreicht. Wäre gern dabei, um ihren Sturz zu beobachten. Das ist mal höflich. 4.06. Wollte ein Montonesi-Gemälde von Joben kaufen, aber er sagte, die Preise seien nach dem Selbstmord des Künstlers enorm gestiegen. Noch vor Ende der Woche werde ich die Sammlung dieses Misskerls nochmal mit meinem Messer besuchen. Das ist sehr, sehr nett von ihm, ja. Besuche mit dem Messer sind immer ganz toll. Zwölfter Sechster. Wollte einige Juwelen bei Black Furrow verkaufen. Aber Rube sagte, sie seien zu heiß. Er und Besser haben sich gegen mich verschworen. Da bin ich ganz sicher. Besser hat Verbindungen, aber Rubes steht jetzt auf der Liste. Oh Gott, ernsthaft. Wenn du meinst, du musst alle auf eine Liste schreiben. Das Buch fühlt sich aber toll an. Sieh an. Normalerweise ist es andersrum. Ja, normalerweise sind die Hehler aber auch ehrlich und oder ehrlicher und nicht so habgierig. Gut, dann wieder Nacht, Monsieur. Nächstes Ziel ist hier. Oh, nein, ist es nicht. Wir sind hier, was ist hier? Weg des Barons Süd, nein. Still Lord Elderlys Büste. Crowley und Söhne sind die besten Bildhauer, die sie ins Domark gab. Leider ist der Jüngste etwas zu akkurat mit dem Meißel. Lord Elderly ist verstimmt über den großen Schnabel, den sie ihm verpasst haben und möchte, dass sein Abbild aus ihrem Keller verschwindet. Das lässt sich ja wohl... Das lässt sich ja wohl arrangieren. Der summt mit mir, das finde ich toll. Ich muss mal kurz warten, bis der weg ist. Das könnte das Schloss nicht knacken. Also sprich, bis er wieder in eine andere Richtung läuft. Ich will hier nämlich keine großen Probleme, aber das habe ich jetzt kurz mal gesagt. Weil hier hat sich schon wieder ein Fenster was andere gelegt, wie es nicht sollte. Und tschüss.
Solange ich leise bin, sollte alles gut gehen. Ja. Tagebuch des Bildhauers. Selbst die Aufträge für Grabsteine versiegen. Auf den Friedhöfen ist schlichtweg kein Platz mehr. Sei es drum, wenn ich noch ein einziges an einem Grabstein lehnendes Kind meißeln muss, drehe ich sowieso durch. Okay. Mein Urgroßvater hat den Obelisken des wandernden Barons angefertigt und ich kann auch gleich Ziegel aus Häusern schlagen. Ja. Diese Adligen sind eigentlich bereits Statuen. Wo sind die postentreibenden Töchter? Liegenden Ehefrauen, das Leben und die Freude? Nein, John Crowley, für dich gibt es nur Büsten von finsteren alten Männern, die für ihre Totenmaske posieren. Das ist schön. Diese frohe Laune, die es damals gab. Die Stimmen werden immer aufdringlicher. Sie sagen, dass Cracksclef Steine schon vor langer Zeit sauber wurden. Und es vergebliche Mühe ist, daraus Schönheit oder Wahrheit zu formen. Das ist ziemlich geil, ja. Ein schönes Stück. Boah, wenn ihr teilweise sehen könntet, also fühlen könntet, wie mein Herz teilweise springt bei solchen Aktionen. Oh Gott. Was die wohl in den Ringtopf werfen? Ich dachte mir gerade, ach sicher, da ist keine Falle. Oh. Next Target ist hier oben. Stil Opas Asche. Das klingt mal interessant. Eine meiner Klientinnen hat Probleme. Opas Asche stand in ihrem letzten Opiumlager. Opas Asche im Opiumlager. Das wäre ein Titel. Ach du Scheiße. Und der einzig unbestechliche Hauptmann der Wache hat sie während der Ausgangssperre erwischt. Brich in das Lagerbüro in der Marktstraße ein und hol den alten Knaben zurück. Opas Asche im Opium. Wer hat die zugemacht? Der ist der, der sie aufgemacht hat. Ha? Schleicht hier jemand herum? Nö. Nö, alles gut. Ich werde mir deinen Kopf holen. Nö, den brauche ich noch, sorry. Du bist hier irgendwo. Nö, ich bin weg. Ich bin dort. Scheiße, natürlich noch einmal. Ich muss schon, glaube ich, da hochkommen. Ich muss einen Weg darauf finden. Ich muss wachsam bleiben. Er könnte überall sein. Diese verdammte Stadt. Ha? Hat sich da gerade was bewegt? Alte Luft an. Ich werde ab und zu so das Wunder bewirken. Was ist es diesmal? Ich weiß, hier waren wir gerade. Ich muss warten, bis der Typ die Leiche findet und sie, seine Erkundungstour beendet.